verheimlichte Studie. Fast 200.000 Menschen mit Covid-19 verstorben. Die Ergebnisse, die Studien, ja, die Ideen waren da, irgendetwas zu entwickeln für die Menschen da draußen, für die Väter, für die Mütter und so weiter, die auch, muss man sagen, ihr Leben verloren haben. Schwarzkümmelöl plus Honig bei Covid-19. Was ich gleich zeigen werde, ist eine Studie, die bereits im Jahre 2022 veröffentlicht wurde und gegebenenfalls bei fähigen Gesundheitsministern aufgegriffen worden wäre, um möglicherweise die Verläufe drastisch zu verändern bei Covid-19. Denn es sind immerhin fast 200.000 Menschen mit Covid-19 verstorben. Diese zwei Mittel haben in dieser Studie etwas absolut kaum Vergleichbares geschafft. Und das bei absolut perfektem Studiendesign. Es wäre interessant zu sehen, ob diese auch projizierbar sind auf noch größere Gruppen, ob das der Fall gewesen wäre. Wie gesagt, das wäre Aufgabe der Regierung gewesen, die in meiner Ansicht nach auch absolut auf ganzer Linie hier versagt hat. Auch wenn es nicht geholfen hätte, geschadet hätte es sicherlich nicht, etwas Honig und Schwarzkümmelöl zu sich zu nehmen. Es ging ja dementsprechend nur um Menschenleben, um Väter, um Mütter und so weiter. Probieren geht über Studieren. Die Natur ist immer ein guter Ratgeber. Es ist nicht meine Meinung, was wirkt und was ich empfehle, ja, sondern ich präsentiere hier nur einfach und allein die Studie für euch visuell dargestellt. Ja. Kritisiere die Regierung, die dort besser hätte forschen sollen, wenn schon Gelder für Radwege in Peru ausgegeben werden. Oder wie ist eure Meinung dazu? Eine Gruppe Wissenschaftler, traurigerweise nicht aus Deutschland, haben es sich zur Aufgabe gebracht, diese beiden potenten Mittel, Schwarzkümmelöl, ja, für mich das gesündeste Öl der Welt, und echter Honig, ganz wichtig, oftmals ist einfach nur eine Zuckerpampe, die verkauft wird, gegen die Krankheit Covid-19 zu testen. Nein, nein, das sind keine Zellstudien, sondern das sind wirklich interessante, wirklich, wirklich ganz interessante, hochwertige Studien am Menschen. Was ihr genau in diesem Video jetzt sehen werdet, ja, eine klinische Studie mit Menschen, ja, aus 4 verschiedenen Krankenhäusern in Pakistan. Das Beste ist, dass diese beiden Gruppen zufällig aufgeteilt wurden, also randomisiert wurden und entweder Honig bekamen, 1 Gramm pro Kilogramm oder 80 Milligramm Schwarzkümmelöl pro Kilogramm. Aufgenommen wurden nur Kranke oder Mittelkranke, die durch Covid-19 dementsprechend schwere oder mittelschwere Verläufe hatten. Damit die Wirkung hier besser sichtbar werden kann, dementsprechend bei schweren Fällen, wo es auch wirklich dann noch nötig ist. Die Gruppen bekamen, wie schon gesagt, den Honig und das Schwarzkümmelöl oder das Placebo. Das wird in repräsentativ hochwertigen Studien immer so gemacht, da sonst der alleinige Placebo schon eine messbare Wirkung mitbringen würde. Daher wussten die Probanden hier nicht ganz genau, was sie bekamen. Was sehr entscheidend ist, dies nennt man dann auch randomisiert doppelblind, da keiner der beiden Gruppen wusste, was sie bekamen. Doch was sollte denn erreicht werden mit dieser Studie? Oder was sollte genau das Ziel sein, welches erreicht werden sollte, damit man von einer erfolgreichen Therapie sprechen kann? Ja. Die Wissenschaftler beobachten die Linderung der Symptome, die Virusfreiheit und die 30 Tage Sterblichkeit. Die Wissenschaftler entschieden sich für diese beiden Stoffe, ja, da Honig und Nigella sativa, Schwarzkümmelöl, nachweislich antivirale, antibakterielle, entzündungshemmende, antioxidative, immunmodulatorische Eigenschaften haben. So schrieben es die Wissenschaftler hier. Hier sieht man, dass es insgesamt 300 Probanden waren, 200 in der moderat schweren Verlaufsgruppe und 100 in der Schwerverlaufsgruppe ungefähr. Und dann jeweils immer 50% Placebo und 50% dementsprechend Honig und Schwarzkümmelöl. Das Gute, was ebenfalls eine hochwertige Studie ausmacht, ist jenes, dass die zu vergleichenden Personen oder Probanden, ja, in Placebo- und Versuchsgruppe miteinander vergleichbar waren und die einen zum Beispiel, ja, jetzt nicht viel jünger waren als die anderen, was natürlich auf den Verlauf, ja, dann dementsprechend sehr großen Einfluss genommen hätte. Das war nicht der Fall. Und das galt auch für Medikationen, ja, diese Probanden bekamen ebenfalls in der Placebo- und in der Treatment-Gruppe hier mit Schwarzkümmel und Honig nicht signifikant unterschiedliche Medikamente, was ebenfalls auch Einfluss haben könnte auf die Studienergebnisse. Jetzt haltet euch fest. Als erstes wurde die Sauerstoffkonzentration im Blut gemessen. Da wir wissen, sinkt diese bei Covid-19. Da ist unter anderem auch die Lungenfunktion beeinträchtigt, im schlimmsten Fall sogar. Die Probanden müssen dementsprechend intubiert werden, also künstlich beatmet werden. Man sieht bereits am Tag 2, ich wiederhole, an Tag 2, dass sich der Sauerstoffgehalt im Blut statistisch signifikant erhöht hat in der Honig- und Schwarzkümmelölgruppe im Vergleich zu den armen Probanden, die leider nur das Placebo bekamen.
Nach einer Woche haben die Probanden in der Versuchsgruppe ca. 10% mehr Sauerstoff im Blut und damit normale Sauerstoffkonzentrationen trotz Covid-19 gehabt und die Placebo-Gruppe ca. 85% Sauerstoffsättigung aufwiesen, was definitiv abnormal ist und krankhaft ist. Die nächste Abbildung betrifft die Gruppe mit den moderat schweren Verläufen. In dieser Abbildung geht es um die Zeit in Tagen unten, die vergeht, bis die Gruppe symptomlos ist. In der Placebo-Gruppe dauert das Ganze 17 Tage, bis diese symptomlos waren, wohingegen es in der Honig-Schwarzkümmel-Gruppe nur 8 Tage dauerte, also mehr als die Hälfte der Zeit benötigte. Also das ist wirklich schon wirklich sehr, sehr signifikant, ja, was wirklich unfassbar ist. Das bedeutet, die Honig-Schwarzkümmel-Gruppe war im Durchschnitt 4,5 Mal schneller symptomlos. Doch wie sieht es in der Gruppe aus, die schwere Verläufe hatte? Wir sehen hier, dass die Honiggruppe und Schwarzkümmelgruppe nach 18 Tagen symptomfrei waren. Die arme Gruppe, die das Placebo bekam, war selbst nach Beendigung der Studie nicht symptomfrei. Besonders stark sieht man den Unterschied am Tag 8. Ja, ist die Symptomfreiheit bei der Placebo-kontrollierten Gruppe dementsprechend nur 30% und bei den Schwarzkümmel-Honigkonsumenten bei ganzen 80%. Also fast dreimal so gut geht es ihnen hier damit. Ja, das bedeutet, die Honig- und Schwarzkümmelgruppe war im Durchschnitt knapp 2,5 Mal schneller symptomlos. Glaube, da war die Placebo-Gruppe ganz schön neidisch. Auch der PCR-Test, man halte von dem, was man will, war in der moderaten schweren Verlaufsgruppe am Tag 9 zu 95% negativ in der Honig-Schwarzkümmelöl-Gruppe und nur zu 10% in der Placebo-Gruppe. Das bedeutet, die Honig-Schwarzkümmelöl-Gruppe war im Durchschnitt knapp 4,5 Mal schneller wieder negativ laut PCR-Test. Das galt auch für die Gruppe mit schweren Verläufen. Da waren es in der Placebo-Gruppe sogar unter 10% dementsprechend negativ. Und in der Schwarzkümmelgruppe und Honiggruppe immerhin 70%, die einen negativen PCR-Test hatten. Ja? Und das ist schon wirklich sehr, sehr signifikant. Ja? Das bedeutet, die Honig- und Schwarzkümmelgruppe war im Durchschnitt knapp 2,5 Mal schneller wieder negativ. Jetzt kommt die wichtigste Abbildung. Schauen wir uns dazu die Abbildung B unten an. Dort sehen wir immer links die Kontrollgruppe in den Balken und rechts dann dementsprechend die Honig- und Schwarzkümmelgruppe in den Balken. Dabei ist zu beachten auf die rote Farbe. Diese steht für die Todesfälle und man beachte hier in der rechten Balkenspalte gibt es keine rote Färbung. Es gibt keine rote Färbung, denn keiner der Probanden musste sterben in der Honig- und Schwarzkümmelgruppe, wohingegen Todesfälle definitiv zu verzeichnen worden sind in der linken Spalte, wo es dementsprechend um die Placebo-Gruppe geht. Und das ist der Moment, der mich absolut traurig macht, denn das ist die Aufgabe eines absolut funktionierenden Gesundheitsministers gewesen, der dieser nicht nachgekommen wäre. Die Ergebnisse, die Studien, ja, die Ideen waren da, irgendetwas zu entwickeln für die Menschen da draußen, für die Väter, für die Mütter und so weiter, die auch, muss man sagen, ihr Leben verloren haben. 2021 gab es nämlich schon eine andere randomisierte Menschenstudie zu Schwarzkümmelöl, ebenfalls mit knapp 200 Probanden, hier aber ohne Honig. Hier sieht man nämlich wieder, dass nach 14 Tagen in der Schwarzkümmelölgruppe 63% genesen waren, aber nur 35% in der Kontrollgruppe genesen waren, und das nach 14 Tagen. Es gab auch noch eine andere randomisierte Studie, es gibt quasi nur 3 Stück dazu und diese zeigte dann keine signifikanten Ergebnisse. Ja, aber 2 vorher sehr gut konzipierte Studien zeigten es eben doch. Von daher wäre es schon sehr, sehr interessant gewesen, dem mal nachzugehen. Ich bedanke mich für euren Support. Liken, liken, liken heißt es. Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne in die Videobeschreibung schauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.